Ja, cool. Das heißt, die Cutscene kommt jetzt nicht normal, ne? Finde ich super. Finde ich echt super. Oder ist das das Briefing nochmal? Die Daten der NSA wurden mit drei anderen Quellen abgeglichen. Dallas scheint das nächste Ziel zu sein, aber es gibt nichts Genaues. Am wahrscheinlichsten wäre es hier und dort. Stadion und Aquarium. Wir dürfen in Lawfield landen und müssen nicht nach Fort Worth. Dadurch gewinnen wir etwas mehr Zeit. Wir halten dich auf dem Laufenden. Noch Fragen? Ja, wieso ist Charlie so nervös? Habe ich ja schon gesagt. Sag es mir. Ich habe für alle US-Großstädte die Daten der Terrorabwehr abgerufen und nach Namen von der No-Fly-Liste gesucht. Was ist das? Gar nichts. Und davon eine Menge. In Chicago hat die Flugsicherheit heute 5 Stunden lang keinerlei Zugriff auf die No-Fly-Liste gehabt. Systemwartung längst überprüft. Er war noch nicht fertig. Ich habe die Namen der ankommenden Passagiere von Hand mit der Flugverbotsliste verglichen. 6 Namen waren drauf. Und jetzt sieh dir das an. Aufzeichnungen der Kameras am O'Hare-Flughafen. Die 6 verließen ihn gemeinsam. Es ist nicht unwichtig, aber es hat keine Priorität. Wir haben verschiedenste Geheimdienste abgehört. Alles weist auf Dallas hin. Genau das meine ich doch, Mann. Vor Guam hat keiner was gesagt. Das letzte Mal, als die Engineers im Netz das Maul so weit aufrissen, haben sie haufenweise unsere Leute umgelegt. Dann wären wir in Chicago, wenn wir den Kurs ändern? Das wird zu lang dauern, Sam. Wir haben nur einen Versuch und wenn wir in Chicago aufsetzen, schaffen wir es niemals rechtzeitig bis Dallas. Sam? Wir fliegen nach Chicago. Wenn Charlie eine Theorie hat, heißt das nicht, dass sie stimmt. Die Präsidentin hat mir das Kommando über die Operation übertragen. Und sie kann es dir auch wieder abnehmen, wenn du gegen ihren Befehl handelst. Es ergibt keinen Sinn, einen direkten Angriff zu starten. Nicht nach dem, was Sadiq in Mirawa gemacht hat. Was ist das? Chicagos Sonderkommando. Es gibt da gerade irgendeine Geiselnahme. Startet den Hubschrauber! Laut Plan ist das ein Labyrinth und dann sind da noch die Geiseln. Mit dem Betäubungsgas schaltest du die Gegner ohne Kollateralschäden aus. Die Haftkameras helfen beim Zielen. Mehr geht nicht. Habe ich jetzt eigentlich bei der anderen Cutscene viel verpasst? Bevor das Game einfach meinte, abschmieren zu müssen? Haben die Chicagoer Polizei kontaktiert. Forderungen? Negativ, zumindest keine besonderen. Die wollen nur, dass sich die Polizei fernhält. Wieso nehmen die Geiseln ohne was zu fordern? Vielleicht wissen die es selber nicht. Möglich, dass es nicht die Engineers sind. Die meisten Dienste halten Dallas für das nächste Ziel. Zähle auf Null. Wir drehen jetzt nicht um. Kauf mal Panzerung. Also so, dass du leiser bist gleich. Okay. Mach ich. Nicht, dass ich mich hier fallen lassen sollte. Okay, und warum redet der jetzt Englisch? Warum redet der jetzt Englisch? Scheiße, der würde das sehen. Was
Ich hätte es eh nicht nutzen können. Muss ich die Dinger ausknipsen? Nee, ne? Nee. Tja, Sackgasse. Sorry, dude. Ging aber leider nicht anders. Den Typen nicht sehen. Sonst schlägt der Feueralarm. Ich verlasse die Festhalle. Eine Spur von den Geiseln? Nein, nur Amateure mit billiger Ausrüstung. Hältst du das noch für einen Blacklist-Angriff? Wir werden sehen. Okay, da ist wieder so ein Keck. Birne ist hin.
Over. Hilf mir suchen. Okay, okay. Holy shit! Hol dir deinen Headshot ab. Danke. Geiselnehmer ausgeschaltet. Die Geiseln sind im Kesselraum. Hier ist alles mit C4 verdrahtet. Verstanden. Brauchst du das Räumkommando? Die sollen sich bereithalten. Keiner kommt rein, bis ich alles durchsucht habe. Warum drücke ich eigentlich... Verstanden. Alter. Wenn er dann der Meinung ist... So, ich gehe nochmal nach oben. Der Korridor bietet kaum Deckung. Such nach Rohren an der Decke. Die dürften dir helfen. Der Korridor bietet kaum Deckung. Such nach Rohren an der Decke. Die dürften dir helfen. Das ist ein alter Abwassertunnel. Wie es aussieht, führt er zu einer Wasseraufbereitungsanlage. Ist vielleicht ihr eigentliches Ziel. Schön, bei mir stand keine Munition mehr. Sekunde. Ich schicke noch eine. Sind bei der Wasseraufbereitungsanlage. Wieso? Fahr zur Hölle. Falsche Antwort. Ich sag's dir. Eine Biowaffe. Sie benutzen eine Krankheit. Sie vergiften die Wasserversorgung? Sind wir hier bei Batman oder was? Der Code. USB-Stick am Gürtel. Ich hab dir alles gesagt. Hab dir geholfen. Du kannst mich nicht töten, bitte. Warum fliehst du da an?
Warum fleht er um sein Leben, wenn ich ihn doch nicht töten kann? Ich habe einen USB-Stick. Verbinde ihn mit Opset. Gib sie ans Sondereinsatzkommando weiter und bedank dich für ihre Geduld. Die Überwachungsdaten zeigen, dass die Transporter vom Flughafen seit einer Stunde hier sind. Scheiße, kommen wir zu spät? Keine Ahnung. Beeil dich. Okay, Sam. Noch eine Info zu den Drohnen. Ein Schuss schaltet sie aus. Aber wenn sie mehrmals getroffen werden, geht ihre Sprengladung hoch. Am richtigen Ort, zur rechten Zeit. Du weißt schon. Okay, die scannt auf jeden Fall nur geradeaus. Wieso? Der USB-Stick wurde mit einer militärischen Variante der DES-Verschlüsselung dreifach gesichert. Es ist dieselbe Verschlüsselung, die Sadiq in Mirava einsetzte. Gute Arbeit, Charlie. Hä? So, warte. Ne, das funktioniert nicht. Ach, willst du mir echt erzählen? Oh, nee, Alter. Nee. Schon sagen. Hä, ja, okay, warte mal. Deswegen die Leiter. Ich kann das Rohr hochklettern, okay. Ich sag's dir, wie es ist, es geht mir am Arsch vorbei, ob die gewonnen haben. Also. Mir ist es wurscht, ob Argentinien das Finale gewinnt oder Frankreich. Das war mir komplett wurscht. Dass du dich der Anlage näherst. Über das Dach kannst du da reinkommen.
Jasper, danke dir für deinen Follow. Was geht? Ey. Okay, hoch kann ich nicht. Ich spreche Englisch, aber ich bin glücklich hier zu sein. So, welcome. Thanks for your follow. Appreciate it. Okay. Ey, hallo, Sam? Beruhigst du dich jetzt mal? Ich glaube, da darf ich gar nicht durch. You play good? Nah, I'm not so happy with my skill, if you want to call it that way. Hallo? Ah. Wir haben es jetzt mit Profis zu tun. Wir haben die Wachmannschaft der Anlage sauber ausgeschaltet. Jo. Nicht nur die Wachen sind tot, auch alle Systeme. Ich muss ihren Hack hacken, um die Tür zu öffnen. Sonst kommst du nicht ans Zeug, das sie da reinschütten. Gib Gas. Na komm, rüber mit dir. Okay, ich verstehe schon, Spiel. Ich verstehe schon. Wenn ich da jetzt durchgehe, geht doch safe der Alarm los. War übrigens Spaß mit dem Safe. Better than others I've seen play. I like how you take your time. Thanks. So, wieder da. Bibi. Hey, du. Na, direkt beide. Ne, nur der eine. Komm. Zack. Warum lässt er mich das nicht kaputt schießen? What? What? Du kannst weiter, Sam. What was that? Oh. Okay. Na gut. Going for Ghost or Panther? I'm just playing the story. I never played this story before. And yeah, just want to play the campaign. Ich pumpe hier Gift an zwei Stellen rein. Ich kümmere mich um sie, wenn wir das verseuchte Wasser in der Anlage halten können. Ich versuche das Abflussventil zu schließen. Mach das, wir haben 10 Minuten, dann ist der Wasserspiegel kritisch. Zehn Minuten. Okay, der Bray, der kommt nicht hier hoch. Gar nix. Oh, ich sollte mich vielleicht ein bisschen beeilen, ne? Beruhig dich. Die erste Pumpe ist aus. Charlie, was ist mit dem Ventil? Keine Ahnung, ihr Hacker ist gut. Schließt mich dauernd aus. Aber ich habe noch ein paar Tricks parat. Okay.
Ja. Gute Neuigkeiten, Sam. Den Blaupausen nach ist unterm Kontrollraum ein Wartungsschacht. Durch ihn kommst du von einer Seite der Anlage zur anderen. Was? Kann ich einfach hier durchgehen? Boah. Oh, das Game ist wieder mal gecrashed. Du spielst ja so, als hättest du es noch nie gespielt. I'm sorry. Digga, das ist doch nicht mehr wahr. Ich mache jetzt mal den Task Manager auf. Und guck mal, was das Problem ist. Sam, die pumpen ihr Gift an zwei Stellen rein. Ich kümmere mich um sie. Wenn wir das verseuchte Wasser in der Anlage halten können. Ich versuche, das Abflussventil zu schließen. Mach das. Wir haben 10 Minuten, dann ist der Wasserspiegel kritisch. Charlie, was ist mit dem Ventil? Keine Ahnung, ihr Hacker ist gut. Schließt mich dauernd aus. Aber ich habe noch ein paar Tricks parat. Gute Neuigkeiten, Sam. Den Blaupausen nach ist unterm Kontrollraum ein Wartungsschacht. Durch ihn kommst du von einer Seite der Anlage zur anderen. Weggesnappt den Dude. Boah, Digga, wenn der sprintet, ne? Könnte man meinen, der hat gesoffen, ne? Okay, Sam, beruhig dich jetzt mal. Ey, diese Hitbox, wenn die so verbuggt ist, könnte ich nicht spielen. Ja, Bro, was meinst du, wie es mir ging, als ich das erste Mal das Spiel gespielt habe? Arbeit, aber zu spät. Scheiße. Was jetzt?
Der Erreger hat kritische Werte im Wasser erreicht und der Hauptabfluss ist offen. Vielleicht nicht. Er hat mir das Ventil gesperrt, aber ich habe die Handöffnung freigeschaltet. Lauf dahin und dreh es manuell zu. Bin unterwegs. Ist das hier unten oder was? Na egal, aber dann kommen wir wenigstens zu dem Raum hin. Alles gut, Sam, lass dir Zeit. Kein Druck und so. Moin. Anlage gesichert. Wir können Amerikas Konsum wohl offiziell zum Fehlschlag erklären. Gute Arbeit, Sam. Jetzt musst du da raus. Briggs? Hubschrauber am Boden. Auf geht's. Jasper, this should answer your question. If I understand it correct, it said Ghost. Yeah, but now it says Panther. So, I'm confused. So, you see, I'm doing a little bit of everything. So, 2024 müssen wir Deutschland wieder anfeuern, dass sie aus der Gruppenphase wieder rausfliegen. An der Northwestern gedacht. Waffenfähige Pestbazillen. Damit könnte man eine ganze Stadt ausradieren. Gibt es Gegenmittel? Dein Test war negativ, bist nicht infiziert. Gerade kam das offizielle Okay aus Chicago. Gern geschehen. Feier dich nicht so ab, Charlie. Wir hatten Glück. Die ganze Mission basiert nur auf Vermutungen. Korrekt. Deshalb lassen wir uns nicht länger in die Defensive drängen. Haben wir denn die Wahl? Defensive erwartet Sadiq von uns. Es entspricht seiner Planung. Und darum greifen wir jetzt an. Und wie? Wir haben überhaupt keine Ziele. Außerdem verlangt die Blacklist unsere Aufmerksamkeit. Wenn wir mit den Engineers weiter fangen spielen, werden wir früher oder später verlieren. Wir machen Jagd auf sie. Und zwingen sie, Fehler zu begehen. Naja, ich sag's dir, wie es ist, Eddie. Wenn die Nationalmannschaft sich mal vernünftig verhält und auch gut spielt und nicht so eine abgehobene Scheiße andauernd abzieht, dann dürfen sie von mir aus auch gewinnen. Aber solange das sich nicht ändert, sollen sie schön verlieren. Bestätigt. Bei ihr kaufe ich die Ausrüstung, ne? War es nicht so? Sam, ich glaube, Charlie arbeitet an neuer Ausrüstung. Okay. Hey, wieso stand da Daten sammeln? Hä? Ja. Bilder von Noris Anwesen. Charlie? Hey Sam, ich habe vorhin kurz in Vicks Krankenakte gesehen. Du hast dich ins Walter Reed gehackt? Hacken nennt man's nur, wenn's schwierig war. Charlie. Okay, die Neuigkeiten. Naja, alles positiv. Ihm geht's besser. Er hat sogar einmal die Augen aufgemacht. Dachte, es würde dich interessieren. Danke für die Info. So. Ne, da nicht. Da, Anzug.
So, machen wir mal ein bisschen. Da geht es um Handling. Das ist ein kompletter Anzug anscheinend oder so. Dazu fehlt mir ein bisschen Geld. So, ich hoffe, du bist zufrieden, Digga. Digga, dann kannst du auch direkt ohne Schalli rein. Ja, gut, stört mich das nicht, ne? Wenn ich noch was höre, häng ich dich an. Nein, bin ich nicht. Pech gehabt. Hey Charlie. Ich muss die Brille kaufen. Hey Sam. Achso, ja, gut, ist eh für low. Passt schon. Ah, dann zählt Fischi rum. Ah, jetzt habe ich sowieso keine Stealth mehr, also. Egal, scheiß drauf. Gute Arbeit, Charlie. Danke. Okay, ich sehe auf jeden Fall, dass die CPU andauernd bei 100% ist oder so in dem Bereich. Und die GPU auch, also. Das sind Challenges. Und des Einsatzes? Unbekannt. Wir haben Kontakt zu den Spawner-Agenten vor Ort. Keine Ziele identifiziert. Einheimische? Verschwinden regelmäßig im Ticket. Daten beschädigt müssen. Okay. Naja. Hier mal Einstellungen, Grafik. Warum? Also das sind wahrscheinlich hier Koop-Missionen auch, ne? Ah ne, da sind wir anscheinend gerade. Sam, wir haben ein Problem. Das ganze Netz ist voller Infos über Coben und darüber, dass er einen Deal mit Uncle Sam gemacht hat. Woher wissen die das? Von uns. Von uns? Hat Grimms dir nicht gesagt? Die Rettung Chicagos brachte keine Hinweise. Du kannst Sadiq nur mit Köder jagen. Wieso hast du das nicht besprochen? Du kannst also im letzten Moment alles ändern und ich darf nicht mal einem Plan folgen? Was bringt's uns, Corbin hochgehen zu lassen? Reza Nouri. Kurz nachdem ich das mit Corbin durchsickern ließ, ist die E-Mail dutzendfach an ihn weitergeleitet worden. Spionagesoftware? Ein Pixel-Webpile-Sender. Ein besseres Bild haben wir nicht. Die Infos, die wir bekommen haben, sind besser. Die NSA glaubt, dass er Verbindungen zum Iran hat. Die Bilder sind da, Grim. Danke. Sein Anwesen gleicht einer Festung. Höchste Sicherheitsvorkehrungen, Ex-Militärs als Wachen. Nur keine Sorge, Sam. Wenn du in eine Festung eindringen willst, hätte ich genau das Richtige für dich. Was, willst du es jetzt haben? Ich meine, es ist nicht fertig, aber ich geh's holen. Was machen wir jetzt? Reza Nouri weiß, dass du gefangen wurdest. Er hält dich für einen Informanten. Scheiße, wie hat das rausgefunden? Weiß ich auch nicht. Wieso macht er sich jetzt Sorgen? Keine Ahnung. Ich besorge die Ausrüstung und er die Männer. Wir haben eine Menge gemeinsame Freunde.
Ich habe einen Hochleistungskondensator mitsamt EMP an einem Trikopter festgemacht. Hat immer noch ein paar Bugs, aber wenn es darum geht, ein Sicherheitssystem zu grillen... Was ist in dem Koffer? Thermit. Habe ich von ein paar Freunden, die einbrechen. Auf Missionen gehen, meinte ich. Glückst du meine Ausrüstung. Und, möchtest du mir noch was sagen, Corbin? Nun, ich habe vielleicht einen Freund, der für Nuris Sicherheit verantwortlich war. Vielleicht weiß er was. Dann helft ihm. In Nuris Bude sind Hinterhalte gefragt. Wenn du im Vorteil sein willst, empfiehlt das SMI dir Haftminen und Kameras. Scheiße, wir gehen rein, ballern alles um. Sowieso der bessere Plan. Hat Corbin Infos ausgespuckt? Ob du es glaubst oder nicht, ja. Nuri hat auf dem Anwesen einen Panikraum bauen lassen. Leider weiß Corbins Quelle nicht, wo er sich befindet. Qualla. Willst du abbringen? Nein. Es könnte sich als hilfreich erweisen. Wieso sollen wir Nuri hinterherjagen, wenn der Mann sich freiwillig einsperrt? Wie kriegen wir Nuri in seinen Panikraum? Schalten wir den Strom aus. Um den Verteilerkasten zu finden, brauche ich Zugriff auf die Sicherheitszentrale. Position? Geh zum Haupttor. Ich schicke dir die Daten aufs Offset. Okay, wenn die ja jetzt fertig sind mit Labern. Grafik. Pass auf. Aber eigentlich ist es egal. Die Dinge jetzt sowieso dadurch nicht runtergehen. Okay. Ah, dann mache ich die wenigstens wieder hoch. So, dann geht's weiter. Fortsetzen. Das sollte passen. Na, gucken wir mal. Na, kommt der noch ein Stück? FXAA macht das Game nämlich leicht unscharf. Ah, okay. Oh, klasse. Ein weiterer Hundeliebhaber. Was
Gar nichts wittert der mehr. Und dieses Field AO oder wie auch immer das heißt, bringt gar nichts, außer dass es Leistung frisst. Okay. Ja, mit dem Stuff kenne ich mich gar nicht aus. Servus. Kann man helfen? Das SMI lag richtig. Bin in der Sicherheitszentrale. Bis jetzt habe ich noch jede gehackt. Wenn du Charlie damit verbindest, können wir die Bilder aufs SMI umleiten. Dann suche ich Nuri mittels Gesichtserkennung. Hab ihn, Sam. Er geht rein. Die Balkontür sieht nach einer Schwachstelle aus. Etwas Dunkelheit würde dir den Zutritt erleichtern. Dann müssen wir den Strom abschalten. Gibt's Kameras, die das Anwesen überwachen? Leg sie aufs Opfett. Dieser Geräteschuppen beim Pool sieht eine Menge Strom. Sicher unterirdisch mit dem Hauptsicherungskasten verbunden. Ich gehe dorthin. Geh durchs hintere Fenster. Ich entriegle es jetzt. Naja, wobei, die Dingens geht schon ein bisschen runter. Die Beanspruchung der GPU. Du hast da doch irgendwas mit P angehabt, aber keine Ahnung, was das ist. Ja, ja, alles gut. Wie gesagt, ich habe mich nie darum gekümmert und mal nachgeschaut, wofür was steht. Oh. Panikraum scheuchen, Sam. Schalt den Strom mit dem EMP-Trikopter ab, bevor du die Villa betrittst. Will gar nicht. Will gar nicht rein. Willst du von mir? Einfach so lange auf ihn schießen, damit er keine Stärkung rufen kann. Ich hab da Bock drauf. Schwimm, kleiner Vogel! Was? Goblin? Achso. Ey. Ein Mann ist aufgefallen. Charlie, ist der Trikopter aktiv? Telemetrie gut, kein Lag bei der Datenübertragung. Schwimm, kleiner Vogel. Okay. Ja. Sag mal was Neues.
bisschen Krach und der EMP macht's nicht leichter. Keine Sorge, ich passe auf dein Spielzeug auf. Du musst nach oben. Du näherst dich dem Sicherungskasten. Está agradable aquí, ¿no? Está fresco. Tiene que ser así, por el vino. Mira, no me importa por qué. Solo me alegro de trabajar aquí dentro esta noche. De veras, el vino debe estar fresco o se fastidia. Te digo que el vino me importa una mierda, pero es interesante. ¿Sabías que hay que girar las botellas de vino mientras reposa? No es mi trabajo. Ya quisiera. Al tipo del vino le pagan mejor. EMP es chaff. Dann mal los. Party beginnt. Wir haben visuelle Bestätigung. Ist überall dunkel. Nuri wird sich im Panikraum verschanzen. Wo ist das Ding? Ich suche noch. Ich habe zwei mögliche Routen ins Haus markiert. Balkon und Seiteneingang. Ich sende sie auf dein Opfer. Digga. Warum muss ich das denn jetzt jedes Mal zurücksetzen? Tja, würden sie ja, wenn sie noch leben würden. Du hast keine Ahnung, wo ich bin. Das FMI hat einen Transporter markiert, der mehrmals an Nuris Anwesen vorbeigefahren ist. Auf Militärfrequenzen ist Fazit zu hören. Behalt ihn im Auge. Vorgefertigter Panikraum? Ja, aus einer widerstandsfähigen Titanlegierung. Auf deinem Sichtgerät gut zu sehen. Sam, ich habe die Blaupausen überprüft. Nuri hat Laser installiert, die bei Unterbrechung Alarm auslösen. Tja, habe ich einen Tipp, aber nicht durchlatschen. Okay, hier kann ich mich auf jeden Fall drin verpissen, wenn was ist. Was war das? Jo, beruhig dich! Das ist lächerlich. Brim, ein vorgefertigter Panikraum? Der Kerl muss noch hier sein. Ja, aus einer widerstandsfähigen Titanlegierung. Auf deinem Sichtgerät gut zu sehen. Sam, ich habe die Blaupausen überprüft. Nuri hat Laser installiert, die bei Unterbrechung Alarm auslösen. Es ist so schön, dieses Spiel zu spielen. So, so schön. Da, 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 da. Grim, ein vorgefertigter Panikraum? Der ist nicht weg. Ja. Such weiter.
einer widerstandsfähigen Titanlegierung. Auf deinem Sichtgerät gut zu sehen. Sam, ich habe die Blaupausen überprüft. Nuri hat Laser installiert, die bei Unterbrechung Alarm auslösen. So lächerlich. Warum muss ich es denn jetzt wieder umstellen, Alter? Ist mindestens 20 cm dick. Nuri hat keine Kosten gescheut. Versuch durch die Decke, die ist dünner. Was? Tja, hättest du dich nicht umgedreht, Kollege. Alter, die Dusche ist ja mal geil. Alter, so ein Badezimmer hätte ich auch gerne. Entschuldigung, der erste Schuss hat nicht gesessen. Das ist nicht witzig. Findest du? Ich find's mega witzig. Ah, ich zeig dir noch einen Witz. Zack! Voll gut, ne? Leertaste öffnen. Also, ich dachte mal die Box. Wenn du keinen Bock mehr hast, kannst du auch aufhören. Ja, ich will die Scheiß-Game ja durchspielen. Es siehst ja auch nicht an dem Game, Alter, aber diese andauernden Abstürze, die gehen halt auf die Eier. Ich will ja nicht, dass du schlechte Laune bekommst. Ach, alles gut. Ich werde dich aber nicht lachen, also so lustig kann es ja nicht sein. Ja, ich kenne den Witz ja schon, deswegen. Geh zur geilen Dusche. Okay. Ab zur geilen Dusche.
Ah, okay. Wird das vorher auch schon angezeigt, oder? Durchs Laminat durch. Leck mich am Arsch. Man, pull daran! Pull daran! Wenn ich Geld brauche, überfalle ich eine Bank. Amerikaner? Die schicken nicht die Iraner? Was sollten die von dir wollen? Ich glaube, wir haben ein wichtigeres Problem. Sam, im Transporter war eine Kommandoeinheit. Sie treten die Türen ein. Ich tippe auf die Kurzbrigaden. Wenn du mich hier raus und in Sicherheit bringen kannst, dann verspreche ich, dass ich dich belohnen werde. Jeder Mann hat seinen Preis. Ich will Informationen. Majid, Sadiq. Tut mir leid, aber selbst wenn ich den Namen kennen würde, könnte ich nichts sagen. Mein Geschäft basiert auf Vertrauen. Ja, scheiße gelaufen. Bringen wir ihn um. Und jede Regel hat eine Ausnahme. Du kriegst, Sadiq. Wie praktisch. Komm mit. Ich habe einen unterirdischen Fluchttunnel bauen lassen. Er führt zu meinem Privatdock. Jetzt muss ich ihn auch noch beschützen, oder was? Nuri, los! Weg. Ich sehe sie. Ich werde hier warten. Ah, gönn dir. Das war's. Bewegung. Marsch. Wo ist der Tunnel, Nuri? Ganz nah! Wir sind fast am Eingang. Rim, wir nähern uns einem Fluchttunnel. Optionen? Ja, eine. Der Fluss. Ich sehe ein Boot an Nuris Privatanlegestelle. Ich kann mir aus dem Waffenlager eine Knarre holen. Nein, wenn mich eine Kugel trifft, dann nicht in den Rücken. Wenn du hier raus willst, dann erzähl mir von Sadiq. Es ist eine einfache Vereinbarung. Er schickt mir Geld, ich schicke ihm Soldaten. Wofür braucht er die Soldaten? Das ist nicht meine Angelegenheit. Gehen wir. Nicht so schnell. Ich vertraue dem nicht. Das soll wohl ein Witz sein. So behandelst du Leute, die du schützen willst? Halt die Klappe, ist angenehmer für uns beide. Ich wollte sagen, halt einfach dein Maul, Digga. Oh, wiggle, 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 wiggle. Die ganze Zeit so behindert rumtragen. Privates Dock erreichen. Okay. Aber das ist noch nicht der einzige Dulli, oder? Ich hätte einfach durchlaufen sollen. Keine gute Idee. Die Kurzbrigaden zu nerven war keine gute Idee. Das kommt davon. Boah, der hat aber direkt einen Headshot kassiert, ja.
Am besten nicht erwischen lassen. Ja, ich bin ja nicht erwischt worden. Nur entdeckt. Unterschied. Sam, den hat sich ein gegnerisches Fahrzeug. Schnell zum Dock. Bestätigt. Oh, hey, Mark. Da bleiben. Wie du meinst. Tja, hätten wir uns mal nicht erwischen lassen, ne? Ob der da wartet, ja, anscheinend schon, ne? Da bleiben. Wie du meinst. Ganz wichtig. Tja, irgendwas weghauen. Wolltest du ohne mich abhauen? Das war der Plan. Wie sich jetzt zeigt, kein besonders guter. Ich will Namen. Hier. Hier. Darauf sind die Namen und Ausweisnummern aller Männer, die ich Sadiq geschickt habe. Rim, ich schick dir eine Datei von Nuris Mobiltelefon. Überprüf sie. Verstanden. Uns fehlt die Zeit. Erwartest du, dass ich dir vertraue? Sam, du musst da weg. Die sind nicht mehr weit weg. Ja, hast recht. Hört sich so an. Nuris Datei ist okay. Weg da. Alles voll entspannt. Ich habe jetzt hier mit einer Kavallerie gerechnet, aber... Ein bisschen da. Wie nützlich waren Nuris Informationen? Wir überprüfen gerade die Ausweisnummern. Vielleicht sind wir Sadiqs Leuten bald auf der Spur. Warum lasst ihr den laufen und ich sitze immer noch bei euch Idioten? Weil du uns hier viel nützlicher bist als da draußen. Die Regierung vermutet, dass Blacklist vom Iran gesteuert wird. Nuri ist vielleicht ein Geheimagent und du lässt den Mann einfach laufen? Ich mache aus der Not eine Tugend. Du machst einen Fehler. Der Iran ist völlig unberechenbar. Du klingst ja fast wie die Präsidentin. Wenn du das nächste Mal mit ihr redest, wirst du vorher Bescheid sagen. Charlie?
Ein Peilsender. Bin durch deine E-Mail-Peilung auf die Idee gekommen und hab Nuri ein Virus aufs Handy geballert. Es überträgt Gespräche, GPS-Daten und wahrscheinlich infiziert auch seinen Computer damit. Wir erhalten so mehr Informationen, als wenn wir mit Corbin eingesperrt hätten. Das glaube ich nicht. Ist dir egal, verstehe ich, halt's mal. Alles, was du aus Washington kriegst, sind Vermutungen. Ich beschaff Daten. Du wirst noch einen Krieg auslösen. Diesen Krieg hat Sadiq längst begonnen. Wir sind diejenigen, die ihn beenden sollen. Kümmer dich weiter um die Ausweise. Wir brauchen eine Spur, und zwar gestern. Achso, warte mal. Wir haben wieder ein bisschen Kohle, ne? Ich brauche Infos über die Anlage. Eine alte Industriemühle. 67 geschlossen. Ah, schöne 211.000. Was? Über welche Leitung? Achso. Hallo? Hey Sarah. Ist ein langer Flug, also bleibt mir etwas Zeit. Schön, dass du anrufst. Hat Anna dir schon die neuesten Nachrichten erzählt? Hab eine grobe Vorstellung. Wie läuft es bei dir? Die Lage ist irgendwie angespannt. Der Countdown von Amerikas Freiheit läuft ab, aber noch dreht keiner durch. Irgendwas Neues von Vic? Hab nachgefragt. Er ist jetzt in den Staaten. Es geht ihm besser. Nicht gut, aber besser. Danke, dass du gefragt hast. Und, wie geht es dir? Mach dir keine Sorgen. Die mache ich mir schon. Das lässt dich nicht abstellen. Bis bald. Tschüss, Dad. Krass langes Gespräch, ne? Ja, nee. Ruft doch jetzt nicht jede Mission an. Ich glaube, Charlie arbeitet an neuer Ausrüstung. Hey, Ihnen die Daten. Servus. Da bist du. Hey, Sam. Charlie, gute Idee, das mit dem Trikopter. Dann hast du ihn bestimmt aus Dankbarkeit gesprengt. Dafür ist er doch gebaut worden. Ich weiß, aber ich hatte eine besondere Beziehung zu ihm. Ja. Zu einer Drohne? Du bist irgendwie anders, Charlie. Das meinst du bestimmt positiv. Mhm, auf jeden Fall. HIV positiv. So. Allererstes. Ne, Pistole nicht. Die hätte ich halt sehr gerne. Steht hier nicht verfügbar. What the fuck? Oh, 140.000. Sieht sich aus wie Jesus oder was? Wie lange geht das Spiel eigentlich? Keine Ahnung. Honey Badger, beste. Okay, dann baue ich noch ein bisschen Zeug, das du in die Luft jagen kannst. Ja. Machen wir nach der nächsten Mission. Dann haben wir wieder Geld. So, achso, warte mal. Muss ich das bei ihm ausrüsten? Ich dachte, die wäre jetzt automatisch. Hey, Charlie. Hey, Sam. Da, da. Farms. Anpassen. So. Hey, jetzt mal no shit, ne? Bringt ein Visier überhaupt irgendwas? Weil er guckt doch eh nicht dadurch. Aber da wir sowieso auf Einzelschuss gehen. Hier hat er nicht mal Charlie, ist ja kacke. Oh, ist egal. Egal. Aber wie du siehst, ist sie schon ausgerüstet. Gute Arbeit, Charlie. Danke. Aktivitäten?
Ja, das ist ja eh nur alles immer Nebenmissionen. Lässt du die Analysten Überstunden machen? Nuris Daten sind vielversprechend, doch es muss einiges ausgesiebt werden. Ist es ein Volltreffer? Schwer zu sagen, ist noch unbestätigt. Nee, die war auch vorher schon. Die war auch vorher schon ausgedüstet. Machen wir mal. ...52 weitere Kills, dann kriegen wir 20.000. Das Update von Vikost, das du wolltest. Danke. Wir müssen nicht so einen Aufstand machen, um Sadiq zu finden, wenn du mir erlauben würdest, das MI5 zu hacken. Das gäbe einen internationalen Zwischenfall und du verrottest im Belmarsch-Gefängnis. Wenn man mich erwischt. Was ist jetzt schon wieder? Wir verfolgen die Ausweisnummern, die du von Nuri bekommen hast. Netzwerkanalysen, Reisebewegungen, Finanztransaktionen. Todlangweiliges Zeug. Sagt mir einfach, was ihr habt. Gar nichts. Womit bewiesen wäre, dass ich wertvolle Arbeitszeit mit Datengewinnungsroutinen vergeude? Ach du Scheiße. Die Engineers sind in London. Vergeudung, ja? Gute Arbeit, Grimm. Wir haben alle eine Verbindung zu Sadiq. Und untereinander. Das ist eine Schläferzelle. War eine. Sie wurde aktiviert. Was machen wir jetzt? Uns bleibt nur eine Möglichkeit. Wir hacken MI5, mal sehen, was sie wissen. Vergiss es, Charlie. Können wir nicht riskieren, er gehörte zum britischen Geheimdienst. Wer weiß, vielleicht hat er da Freunde. Wir würden sie alarmieren und die wären im Nu verschwunden. Die verstecken sich wohl in der verlassenen Mühle. Ist direkt am Wasser. Mehrere Positionen für Scharfschützen. Ich erstelle einen Plan. Charlie, du wirst ihr helfen. Briggs. Bei der Arbeit. Wir haben eine Mission. Ich will dich dabei haben. Auf dem Weg. Enge Gänge in einem abgewrackten Gebäude erfordern Aufklärung. Nimm den Trikopter mit, dann ersparst du dir ein paar Hinterhalte. Ah, leise sein in der Mission ist übrigens wichtig. Viel Spaß, vielleicht kriegst du das da hin, wird aber schwierig. Ach, passt schon, passt schon. Guck, siehst du, der erste ist schon mal tot. Bestätigt. Geh zu Position Bravo. Nähere mich der Mühle. Die Personen, die Nuris gestohlene Pässe benutzt haben, sind da drin. Okay, der Scope nur da hinten hin die ganze Zeit. Sam, am Boden ist eine Menge los. Du solltest es über das Dach versuchen. Verstanden. Okay, jetzt muss ich ein bisschen aufpassen. Grim, bin an der Fabrikmauer. Briggs, kannst du mich sehen? Und ob. Habe Position Bravo erreicht. Da kommt ein LKW raus. Anscheinend transportieren die irgendwas. Verstanden. Sam, 12 Uhr.
Alles okay? Guter Schuss. Danke. Ich bin auf dem Dach. Ich sehe mir gerade alte Blaupausen an. Das war mal eine Getreidemühle. Im Nordflügel ist ein Lastenaufzug. Sniper 1 here. Everything looks normal. Das war knapp. Oh, nee. Krieg ich den von hier? Nee. Keine Chance. Boah, Digga. Das ist der 6. Absturz. Das ist echt. Vielleicht hätte ich einen Death Counter für das Spiel einfach mal einbinden sollen. Das wäre doch mal eine Idee gewesen. Ich bin auf dem Dach. Ich sehe mir gerade alte Blaupausen an. Das war mal eine Getreidemühle. Im Nordflügel ist ein Lastenaufzug.
Braucht der noch ein Tutorial, wie man eine Waffe hält? Ja, Wahnsinn, ja. Moment. Hier ist ein Paket. Hallo, wo ist ein Paket? Paket. Ich habe gehört, hier gibt es ein Paket. Ein bisschen so, als hätte ich gesagt, als gäbe es hier Baguette, ne? Ah, okay, fick drauf, ne? Weiter deine Scheißdaten. Wix-Game. Ach, ich komme da sowieso jetzt rein. Verdächtig ruhig. Me not likey. Gibt es dahinter noch irgendwie eine Möglichkeit reinzukommen? Na, da kommt er auch nicht hoch. Okay, scheiß drauf. Vielleicht sind sie auch im unteren Stockwerk. Gibt's hier anscheinend nichts. Ja, ich sehe halt nichts, ne? Spiel. Oh, come off it. That was never offside. What the hell are you watching? Some game from South America. Ist das normal, dass die manchmal Englisch reden? Entschuldigung. What the fuck? Oh, süß. Du bist eine feine Drohne. Er will nicht springen, Alter. What the fuck? Oh, warte mal. Ah ja, ne. Entzündet ja nicht. Oh, hi. Was geht? Sucks to suck, I guess. What is there?
Hör auf zu lügen. Warum erzählst du, dass ich hier bin? Was soll denn das? Okay, irgendwo hier in dem Raum. Na, anscheinend nicht. Geh weiter runter, Sam. Die sind anscheinend dabei einzupacken. Uns läuft die Zeit davon. Tja, die können einpacken, die Jungs. Badumts. Oh, Asthmatiker. Ich nehme mal eben Rauchgranate. Haftkamera. Warum wählt der die dann nicht aus? Muss ich es nochmal bestätigen? Ne. Ah. Jetzt hat er es dann mal gerafft. Die Frage ist ja, ne? Kann ich den im Nahkampf töten oder nicht? K.O. von oben, dann let's go. Nicht lang schnacken. Schwanz auf den Nacken. Was? Servus. Tot. Guck bloß in eine andere Richtung. Du verstehst das nicht, ne? Wenn man dir sagt, du sollst in eine andere Richtung gucken. Fuck me? Na, dann komm her. Ja, und du bist tot. Danke für die Feststellung, Sherlock. Er keine Anstalten macht. Die sprechen ja auch andere Sprachen. So wie du triffst, kannst du gleich mit einpacken. Digga, Eddie, was ist los mit dir? Brauchst du ein paar aufs Maul oder was? Ja, und dich auch direkt mit. Ich hab dir mehr ins Gesicht geschossen, als dich K.O. geschlagen, aber... Ich mag deine Einstellung. Mal positiv denken, wa? Grim, ich bin im Büro. Wer auch immer hier war, hat es eilig. Iranische Dokumente. Tipp auf Kurzbrigaden. Scanne jetzt. Der Beweis für eine Verbindung zwischen Iran und Blacklist. Schick das Zeug zu Caldwell, so schnell wie möglich. Scheiße. Grim, sieh dir das an. Die markieren Todeszonen für einen Angriff. Was ist das? Atomwaffe? Schmutzige Bombe? Schwer zu sagen. Ich schicke dir ein Ladungsverzeichnis. Die letzte Ladung? Ja, das war alles. Gut, alles einsteigen. Wir hauen ab. Die letzte Ladung wird abtransportiert. Lass Briggs die Stellung wechseln und den Laster ausschalten. Negativ. Wir müssen rausfinden, wo die hinwollen. Ich bringe
hänge einen Sender an der Ladung an. Oh Gott. Die tragen Schutzanzüge, du weißt nicht, was da drin ist. Hab sicher schon Schlimmeres abgekriegt. Wenn man dich sieht, ist die Mission gescheitert. Oh Gott. Du vergisst, mit wem du redest. Nee, du vergisst einfach nur, wer dich gerade steuert. Gegner nicht verletzen. Ja, leck mich am Arsch. Sam, hörst du jetzt mal auf, Alter? Kann doch nicht dein Ernst sein. Hey, 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 hallo. Hab ich die Tür aufgelassen? Ja, hast du. Mach sie mal lieber zu. Ey, das war ein Knockout. Chup, 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 chup. Der kann auch ganz schön schnell debacken, ne? Wupp, 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 wupp. Okay, genug gespielt. Ich muss irgendwie da an denen vorbeischleichen. So, pass auf, guck hier, wir machen es jetzt fix. Und jetzt Speedrun. Nee. Na dann viel Spaß, ja. Werden wir jetzt haben. Dahin. Nee, jetzt darf ich es nicht machen. Besten. Ach so, der bewegt sich sogar wirklich. Hey, warte mal. Wieso hat denn der jetzt einen Smoke geworfen? Digga, wie oft soll ich denn auf den Emitter drücken? Ey, das ist jetzt nicht mehr dein Ernst, Ubisoft, Alter. Sam, warte. Die Fracht
Kiste, die du gefunden hast. Bestandteile für eine chemische Waffe. Eine Form von VX-Nervengas. Woher wusstest du? Hier ist ein Hinweis. Eine Bombe in einem Schutzbehälter. Ich werde mal reinsehen. Sam, wenn da ein Schutzbehälter ist, haben die Angst, sich was einzufangen. Ich muss den Peilsender dort anbringen, wo keiner nachsehen würde. Ein paar Mikrogramm VX können bereits tödlich sein. Uh-oh. Mir geht's gut. Sender angebracht. Ich verschwinde. Ah, da ist der Fuß von Fleiß drin. Bro, wenn es so wäre, wären schon alle tot. Ich habe Gespräche abgehört, die über die Funkzelle in der Nähe der Fabrik laufen. Hör mal. Bring sie nach Westen. Wechselt unter der Brücke den Fahrer und verschwindet. Das SMI meldet eine teilweise Übereinstimmung. Sadiq ist vielleicht in der Fabrik. Sadiq, Fick Fabrik. Die Position auf so Upside. Sorry. Den Rest mache ich. Geht klar. Oh, ich schnüffel schon die Rapper-Karriere. Sam, du bist erst sicher, wenn der LKW unterwegs ist. Ups. Ich bin leise. This is gonna be a slow night. The truck stepped out. It was just fine when you drove in this morning. I don't see what would have changed. Aber da stand. Ja gut, K.O. schlagen. Sam, du bist erst sicher, wenn der LKW unterwegs ist. Ich bin leise. Klar geht der jetzt einfach andersrum. Ich muss sowieso da unten hin. Hey. Hey. What the? Dachte ich, hätte jemanden gehört. Ja, nee, hast du nicht. Sam, Feuererlaubnis. Wenn Sadiq hier ist, dann im Zentrum der Operation. Genau dort gehst du hin. Sam, Graham, der LKW. Peilsender aktiv. Wir können dem Baby, falls nötig, über den Ozean folgen. Darf ich den jetzt umbringen? Oh, darf ich sogar. Also die Farmers klingt ja mal absolut beschissen, ey. Ist ja ekelhaft, wie scheiße die klingt. Sam, deine biometrischen Daten sehen nicht gerade gut aus. Hast mal deine geguckt? Warte nur auf den Befehl reinzugehen. Negativ, du musst den Rückzug sichern. Sadiq ist wichtig, ich nicht. Oh, das gefällt mir nicht. Schlechte Neuigkeiten, Sam. Eine Dekontaminierungsstation blockiert deinen Weg. Ah, danke. Hab ich auch gesehen. Oh. Kannst vielleicht doch gerade ausziehen, oder? Hallo? Ich glaube, ich sollte mich ein bisschen beeilen.
Ja, nee. Das ist wohl nicht so der Plan. Kennst du das, sowas scheiße und fühlt sich 10 Kilo leichter? Ja, Siggi. Was geht, Mifu? Sam, alles spricht dafür, dass du mit Nervengas in Kontakt geraten bist. Dankeschön. Ja, mir geht's gut. Klingt aber nicht so. Was ist denn das für ein Waffensound? Krass, ne? Klingt fast wie so eine scheiße Nerfgun, ne? Fünfmal geht ja noch. Ja. Zu husten. Dann könnte ich noch hören. Der Sauerstoffgehalt im Blut sinkt, Sam. Du brauchst einen Arzt. Sam? Hörst du mich? Er reagiert nicht. Geh rein. Was geht, Boys? Machen wir Party? Ja gut, es läuft keine Musik, aber so schlecht ist es jetzt nicht. Ach, da ist doch der Pisser. Was hab ich befohlen? Ich dachte nur... Nicht denken. Wird dir eine Lehre sein. Sieht ein bisschen aus wie Zelda so Munchu. Nuri hat dich hergeführt. Dann hast du noch Freunde beim Geheimdienst. Gratuliere. Beantworte die Frage. Ergib dich. Vielleicht lasse ich dich leben. Wer bist du überhaupt? Amerikaner, so viel steht fest. Ich bin die John Cena. Was ist das? Meine Handschellen, lass die bitte da. Hallo, ey. Ein Karambit. Haben wir in Übersee trainiert? Nee, habe ich auf eBay bekommen. 5 Euro. Kaum gebraucht. Spezialkommando. Aber du bist niemand, den meine Freunde kennen. Ein Humor hat er anscheinend nicht. Ein Mysterium. Wer bist du? Der Mann, der dich erledigen wird. Und warum? Weil ich über dem Gesetz stehe. Weil ich nur töte, wenn es notwendig ist. Aber dann bin ich doch nicht anders als du. Du ermordest unschuldige Zivilisten. Weil deine Präsidentin Männer wie dich in Länder schickt, wo ihr einfach nicht hingehört. Verzeihung. Wo ist dein Team? Sie haben gerufen. Sadiq, du musst warten, bis das Fadenkreuz rot ist. Da ist noch ein Schuss übrig. Jagst du denn auch in die Wand? Ganz sicher? Ich brauche nur einen. Knall ihn ab, Riggs. Negativ, Sam. Tu es! Erschieß ihn! Riggs, mach was! Sams Vitaldaten brechen ein. Hast dich verzählt. Geh, hol dir schon dich. Ich befehle es! Sam braucht weit mehr als nur Atropin, wenn er überleben soll. Schaff ihn aufs Dach. Oh, wir kriegen Besuch. Ja, warte doch wenigstens, bis der vor der Tür steht, du Blödmann. Alles okay? Verschwinden wir von hier. Was ist denn das jetzt? Scheiße, was sind das für Typen? Fluchtgranate! Wärmebildgeräte! Es sind so viele für einen Frontalangriff. Ich lenke das Feuer auf mich, du flankierst sie. Okay, Chef. Scheiße, sind die schnell! Ah, oh, schnell müde. Siehst du? Alle schlafen gelegt.
Okay, nur fürs Protokoll. Erst ist das Spiel abgestürzt. Ich bin nicht gestorben. Es ist nur das Spiel abgestürzt. Nur fürs Protokoll. Das Spiel hat sich auch gedacht, ne, die Scheiße gucke ich mir nicht weiter an. Das war zu viel für deinen PC, ich glaube es auch, ey. Das ist wie bei dir mit Rocket League. Rocket League sieht einfach, wie du spielst und denkt sich so, ah, nee, Bro. Alter 4, damit KD nicht runtergeht. Das wäre eine Eddie's Thread. Hä? Ach so, jetzt urplötzlich habe ich nicht mehr die andere Waffe. Okay. Kiffer, Alter. Zu husten. Alles okay, Sam? Sam! Zu husten. Gesichert. Alles gesichert. Ist aber lang nicht mehr abgestürzt. Ja, wie man es nimmt. 20 Minuten. Hier ist dein Messer. Sam! Wir hätten es beenden können. Wir hatten es fertig. Was hättest du getan? Ich hätte den Job erledigt, Briggs. Nichts ist wichtiger als das. Weder du noch ich. Gar nichts. Hände weg! Du bist raus. Das war deine letzte Mission. Digga, der hat dir das Leben gerettet. What the fuck? Was soll das heißen? Ich hätte noch nie irgendwo meine KD gesaved. Ja. Natürlich, Eddie. Danke. Schick die Werte rüber. Was gibt's Neues? Hast es noch nicht überstanden, aber deine Werte sind stabil. Nicht was mich angeht, sondern Sadiq. Ist weg, aber der Sender ist aktiv oder Behälter ist, wissen wir also. Sam, nicht. Du musst dich ausruhen. Ich muss die Daten ansehen, die wir über den Iran haben. Die Präsidentin hat's letzte Nacht veröffentlicht. Das ganze Land schreit nach Blut. Blut. Wieso sind wir denn noch Blut. Hier? Blut. Weil Grimm nicht glaubt, dass es der Iran war. Musst du nicht irgendein System kalibrieren? Was?
Jedes Mal, wenn die Engineers Hinweise zurückließen, war es eine Falle. Vielleicht war es Panik. Sadiq war dort, weil die uns nicht erwartet haben. Wir dürfen nicht riskieren, dass man wegen uns die Falschen angreift. Hast recht. Wir müssen absolut sicher sein. Auf uns wartet Arbeit. Na, jetzt gehe ich erstmal meine schöne Vector kaufen. Achso, warte mal, ich soll ja mal anrufen, ne? Hey, Kleine. Hi, Dad. Alles okay? Klingst so müde. Ja, war ein harter Tag im Büro. Hör mal, ich habe schlechte Neuigkeiten. Ich komme Thanksgiving leider nicht nach Hause. Hatte auch nicht damit gerechnet. Die Parade in New York ist ohnehin abgesagt. Ist vermutlich auch besser so. Irgendein Typ wollte nicht auf Blacklist warten und hat in der Fifth Avenue rumgeballert. Es gab keine Toten, aber... Es wird noch genug geben. Ich fürchte, dass du recht haben könntest. Gib auf dich Acht. Ich weiß, sonst legst du mich um. Hab dich lieb. Ich dich auch. So. Ich glaube, Charlie arbeitet an neuer Ausrüstung. Das ist der Revolutionsgarten. Hey, Sam. Geht. Charlie. Hey, geht's dir gut? Mir wird's besser gehen, wenn ich jeder fragen würde, ob's mir gut geht. Sicher, ja, natürlich. Als ich Nervengas ausgesetzt war und fast ermordet worden wäre, habe ich's auch einfach so abgeschüttelt. Alles okay. Mach dir keine Sorgen. Mache ich mir auch nicht. So, Sekundärwaffe. Boah, die UMP. Wäre aber auch nicht schlecht. Okay, warte mal. Boah, ich weiß nicht, Alter. Na gut, hier gibt's aber auf jeden Fall einen Charlie, ja. Mhm. Gut, dann klatschen wir noch ein ACOG drauf. Den klatschen wir da drauf. Charlie. Größeres Magazin. Ah, komm, den Scheiß machen wir auch noch drauf. So, und das ist dann das nächste Ziel. Eine SR-25. Ja, durchaus. Also wirklich, so rein waffentechnisch muss man echt sagen, hatte bisher kein einziges Splinter Saison-Umfang wie das hier. Ist schon nicht schlecht, ja. Alle scheiße, nur die Honey Badger. Ja, Bro, kann ich ja noch nicht. Dass du keine panzerbrechende Muni mitnimmst, wundert mich. Ja. Kann ich noch kaufen, klar. Brauche ich aber nicht unbedingt. So. Dann ist Fischi auch zufrieden. Jetzt kommt. Zufrieden bin ich sowieso nicht. Cool, und PS, der Sender an der Chemiewaffe funktioniert klasse. Ich behalte sie im Auge. Alright. Flugverbotszone über der Stadt.
Dann werden wir jetzt aber auf jeden Fall Feierabend machen. Kann ich hier irgendwo separat nochmal speichern, oder? Oder eher nicht so? Aber wahrscheinlich wird es automatisch gespeichert. Enttäuscht bin ich. Brauchst du nicht? Okay, perfekt. Gut, YouTube. Wie es weitergeht mit Splinter Cell Blacklist, seht ihr auf jeden Fall dann beim nächsten Mal. Bis dahin und rein. Peace.